In diesem Video stelle ich euch alle Arten von Kampfdroiden vor, die die Separatisten während den Klonkriegen einsetzten. Da die Führung der Separatisten zum größten Teil aus Firmenbossen bestand, von denen die meisten nicht den leisesten Schimmer hatten, wie man Kriege führt oder Armeen leitet, und einige dieser Firmen sowieso schon Droiden als Wachen und Begleitschutz nutzten, war die Wahl nicht schwer, sich für eine Droidenarmee zu entscheiden. Den Großteil dieser Armee stellten dabei die B1 Kampfdroiden, die nach dem Design der OOM-Droiden modelliert wurden, die die Handelsföderation schon zur Invasion Naboos benutzten. Das Aussehen der beiden Droidentypen blieb gleich, allerdings waren die OOM-Droiden wesentlich eigenständiger als die B1 Kampfdroiden. Dafür benötigten die B1 Kampfdroiden kein Droidenkontrollschiff, um Entscheidungen treffen zu können. Diese Droiden gab es auch in verschiedenen Ausführungen. Für die OOM-Reihe gab es zusätzlich zu den normalen Droiden, die als Fußsoldaten eingesetzt wurden, noch drei weitere Ausführungen. Es gab den Kommandanten, der durch gelbe Markierungen gekennzeichnet war. Diese Droidenklasse konnte anderen Droiden befehligen und diente als Verbindung zwischen den Fußsoldaten und seinen übergeordneten Offizieren, die keine Droiden waren. OOM-Droiden mit blauer Markierung waren Piloten, die speziell dazu programmiert waren, die verschiedensten Raumschiffe zu fliegen. Zu guter Letzt gab es noch die Sicherheits-OOM-Kampfdroiden, die auf Schiffen als Bewacher und Sicherheitspersonal arbeiteten. Auch von den B1-Kampfdroiden gab es verschiedene Varianten. Zusätzlich zu dem normalen Fußsoldaten gab es noch vier verschiedene weitere Modelle. Zum einen gab es die Rocket Battle Droids, die mit Jetpacks ausgestattet waren und somit schnell Höhenunterschiede überwinden konnten. Zum anderen gab es die Grapple Droids, die anstatt normaler Hände Klauen besaßen. Diese Klauen machten sie sehr effektiv im Nahkampf, für entferntere Distanzen jedoch relativ nutzlos. Hinzu kamen noch die schweren Kampfdroiden, die anstatt normaler E5 Blaster schwere Waffen wie Rotationsblaster bei sich trugen. Die letzte Variante der B1 Kampfdroiden waren Feuerwehrdroiden, die nicht zur Bekämpfung gegnerischer Soldaten, sondern nur zur Bekämpfung von Feuer eingesetzt wurden. Um ihre Armeen noch weiter zu stärken, gaben die Separatisten noch vor den Klonkriegen bessere Kampfdroiden in Auftrag, die kurz vor dem Beginn der Klonkriege fertiggestellt wurden. Diese B2 Superkampfdroiden waren besser gepanzert und besser bewaffnet als die B1 Kampfdroiden. Jedoch besaßen sie nur eine geringe Prozessorleistung, weswegen sie organische Offiziere benötigten, da sie selbst keine strategischen Entscheidungen treffen konnten. Auch von den B2 Superkampfdroiden gab es verschiedene Versionen. Der B2 HA Superkampfdroide war ein Superkampfdroide, der mit schwereren Waffen wie Raketenwerfern ausgestattet war als die normale Variante. Genauso wie bei den B1 Kampfdroiden gab es auch bei den B2 Superkampfdroiden eine Nahkampfvariante und eine Variante, die mit Jetpacks ausgestattet war. Aber auch der B2 Superkampfdroide wurde noch einmal weiterentwickelt zum B3 Kampfdroiden. Im Canon ist kaum etwas über diese bekannt. In Legends sind diese B3 Kampfdroiden auch als Ultra Kampfdroiden bekannt, die größer und schwerer als B2 Superkampfdroiden waren und zusätzlich zu Blastern auch mit Flammenwerfern ausgestattet waren. Eine andere Weiterentwicklung von B1 und B2 Kampfdroiden war der BX-Kommandodroide. Dieser war besser gepanzert und mit einer besseren Prozessorleistung ausgestattet als die B1 und B2 Serien und konnte durch seine verbesserte Intelligenz und seine humanoide Struktur auch verdeckte Operationen ausführen. Die Produktionskosten des BX sorgten allerdings dafür, dass nicht viele Droiden dieser Art hergestellt wurden. Eine weitere Droidenart, die häufig in der Armee der Separatisten vertreten war, waren die Droidekas. Diese konnten, wenn sie sich zu einer Kugel zusammenrollten, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h die meisten ihrer Gegner einholen und mit ihrer starken Bewaffnung und Schildgeneratoren diese dann auch ausschalten. Eine Variante der Standard-Droidikas waren die Scharfschützen-Droidikas, die ihren Schildgenerator gegen einen Scharfschützenblaster austauschten, um Gegner auf weite Entfernungen ausschalten zu können. Zusätzlich zu diesen Droiden, die relativ häufig in der separatistischen Armee zu finden waren, gab es auch einige Droidenarten, die für bestimmte Aufgaben spezialisiert waren und somit nur an bestimmten Orten oder Einsätzen gesehen wurden. Einer dieser Droiden war der Aquadroide. Diese waren, wie der Name schon verrät, auf Einsätze im Wasser spezialisiert und wurden vor allem für Einsätze auf Planeten mit großen Gewässern wie Kamino eingesetzt. Die D-Wing-Droiden waren zwar nicht für den Einsatz im Wasser programmiert, konnten dafür aber fliegen. Die eingebauten Flügel ermöglichten es ihnen, weite Strecken mit Leichtigkeit zu überwinden. Droidenvarianten mit speziellen Fähigkeiten waren zum Beispiel die Assassinen-Droiden. Diese waren speziell dafür entwickelt, besondere Personen zu eliminieren. Die Demolition-Droids konnten auch dazu eingesetzt werden, Personen zu töten, waren aber besser dafür geeignet, Gebäude zu zerstören. Diese Droiden konnten sich in verschiedene Formen verwandeln. Die erste Form ließ sie so aussehen, als wären sie einfache Säuberungsdroiden,
wodurch sie relativ leicht in gegnerische Anlagen unbemerkt eindringen konnten. Einmal in der Anlage drin, konnten sie sich in einen großen Kampfdruiden mit eingebautem Blaster verwandeln und damit so viel Schaden wie möglich anrichten. In ihrer dritten und letzten Form konnten sie sich in eine Bombe verwandeln, die noch einmal großen Schaden anrichten sollte. Droiden, die nicht gegen Gebäude, sondern eher gegen gegnerische Fahrzeuge und Raumschiffe eingesetzt wurden, waren die Pistoeka oder auch Bastdroiden. Trotz ihrer geringen Größe konnten sie schweren Schaden an gegnerischen Raumschiffen anrichten, wenn sie die Leitungen zu wichtigen Systemen wie die Lebenserhaltung, Waffensysteme oder Steuerung abtrennten. Ein relativ seltenes Modell war der LR-57 Kampfdroide. Dieser konnte sich mit seinen vier montierten Blastern gut verteidigen und wurde meistens alleine als Speer eingesetzt. Sein Design erlaubte es ihm, lange Zeit alleine gelassen zu werden und mit seiner Antenne nach fremden Signalen zu suchen. Die Droiden, die am spezialisiertesten waren, waren die T-Serie-Droiden und die Magna-Wachen. Die IG-100 Magna-Wachen waren so designt, dass sie stärker, schneller und größer waren als die meisten anderen Wesen und Droiden. Mit ihrer Bewaffnung von Elektrostäben, die auch Lichtschwerter abwehren konnten, waren sie die perfekte Wahl für Bodyguards, um die oberste Ebene der Separatisten vor den Jedi und anderen Gefahren zu schützen. Die T-Serie taktischen Droiden waren als Strategen und Generäle entworfen worden. Da die Führung der Separatisten, wie schon erwähnt, keine guten Kriegsführer waren, die meisten Kampfdroiden aber eine strategische Führung brauchten, um im Kampf effektiv sein zu können, füllten die T-Serie-Droiden oft die Lücke in der separatistischen Armee, da nicht genügend fähige Offiziere gefunden werden konnten. Später wurden diese durch die Super-Taktik-Droiden ersetzt, die schlauer und einfallsreicher waren als die Droiden der T-Serie. Das waren auch schon alle Kampfdroiden der Separatisten, von denen wir wissen. Was sagt ihr dazu? Welchen der Droiden findet ihr am coolsten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt, dass ich in Zukunft mal ein Video über alle Fahrzeuge der Separatisten machen soll, dann lasst mir doch einfach ein Like und ein Abo da, dann wird es so ein Video in Zukunft bestimmt auch geben. Ansonsten könnt ihr noch gerne in eins der beiden Videos reinschauen, die ich euch gleich einblende, oder meinen anderen Kanal Nerdbasis besuchen, auf dem ich zusammen mit The Lord of Nerds Videos zu jede Menge Serien, Filmen und Videospielen mache. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.